Oh, und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command. War ein Jugendmehrspieler gegen General Honigblume. Mal sehen, wie es der Landung so geht. Das rumänische Agu, aber die anderen steht ja in Häfen und also von Jägern gedeckt waren sie auch alle. Ein bisschen Luftabwehr nutzt auch nicht bloß viel. Ja, der Panzer, der hat jetzt mal Stress. Also die Agu-Situation wird sehr unschön. Wir sehen, ob man von denen noch irgendwie ein Lebend an Land kriegt. Ha! Baue dann auch eher auf die Luftunterstützung, die ja vernünftig akutechnisch ist. Auch klar, dass er drauf geht und die gehen darum. Ihr solltet euch am besten weiter absetzen. Letztlich ist das Öl nett, aber keine Voraussetzung zum Sieg. Die ziehen sich auch erstmal zurück. Das ist auch ganz nett. Gut, wir haben noch zig kleine Landungsboote. Entlang der französischen Küste. Wo halt bisher nur ein italienisches Haku drüben. Und das vom Kommandieren her etwas kompliziert machen. Ich würde sagen, da fangen wir dann auch direkt an und schauen, wie viel Insel man schon besetzt kriegt. Gerade ist natürlich auch eines der Siegziele. Wahrscheinlich geht er deswegen gerade stärker daran. So, wir haben da eine US-Armee, die wohl leider nicht ihr Ziel erreichen wird. Und die haben sich da auch alle abgesetzt. Und hier ein... Aber weil das blöde Schlachtschiff da steht, kann der ja nicht kreuzen. Und dann kommt er gar nicht zur Küste durch. Die Frage, ob ihr das dann irgendwie so noch wegkriegt. Und Frage 2, an welchem Punkt fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen an, du schießt den ab. Und findest dann mal heraus, wie frei hier so die Umgebung ist. Sehr frei. Denn der italienische Marinebomber steht eh hier drüben. Sogar einen Hafen frei. Ach ja, stimmt, ich habe ja den Luftkrieg gar nicht, deswegen kannst du gar nicht zwei Sachen machen. In der Hoffnung, dass hier seitlich keiner steht, könntest du ja da schon mal rein und den Hafen sichern. Gegebenenfalls drin stehen. Also wir haben schon mal einen, den kann man zwar noch nicht so aktiv nutzen, aber es geht in die richtige Richtung. So, der ist weg. Eigentlich müsste man da noch mehr sehen. Da ist auch frei. So, genau, das ist die Spezialeinheit, die von da zurückgekommen ist. Hier, okay, an den kommst du nicht ran. Könntest halt bis da gucken. Da müsstest du eigentlich gucken, damit wir noch Schiffe da irgendwie rüber kriegen. Du hast jetzt schöne Angriffe, bist zwar nicht unterstellt, aber ist alles vorbereitet. Ich glaube, du kannst den hier wirklich mal gerne wegmachen. Ah, genau, der Italiener konnte die deutschen Verbündeten auch unterstellen. Ich erinnere mich schwach. War was. Und unsere Kurzstreckenboote kommen hier also alle schon mal relativ gut an. Wir haben natürlich noch Möglichkeit, die Landungsbootangriffe von denen ziehen, um vielleicht die Spezialeinheit loszuwerden. Dann hätte man noch einen Hafen.
Das denn hoffentlich reicht. Aber das sieht ja ganz solide aus. Wenn du da jetzt reingehst und die Nachrückenden das nicht schaffen. Weil wir haben einige Nachrückner und ihr könnt ja zur Not dann auch noch von Land nachsetzen. Und auch so ein... Oder du fährst zur Seite und holst den Ort schon mal. Langstrecken können ja weiterfahren. Kurzstrecke ist du es noch. Okay, ein bisschen knapp. Wir brauchen noch mindestens einen Kurzstreckenangriff und unter Umständen ein klein wenig Glück. Hergeben auch noch, aber zum Beispiel nicht nach Brüste rein, leider. Hier würde auch das eine Feld fehlen. Sonst geh du hier schon mal an Land und fahr von hier nochmal. Was den in den Rückzug treibt. Nicht ganz das Ergebnis, mit dem ich gerechnet habe. Denn da blöderweise nicht mehr so richtig rankommen. Also du könntest dahin. Ah, ich dachte gerade, der könnte da reinfahren, da aussteigen und dann noch da rum. Aber jetzt hat er gar nicht die Punkte. Naja. Wie erwartet, könnte man sagen. Ist ja jetzt halt da hinten drin. Aber wir haben zumindest hier entlang schon mal das gesichert und könnten vielleicht noch einen Flieger schicken, um den abzuschießen. So, dann haben wir natürlich noch die Langstreckendinger mit den Spezialeinheiten. Technisch gesehen halt auch gucken könnten, ob sie da irgendwie rankommen, wenn man halt wüsste, ob da einer ist. Wobei du könntest tatsächlich bis dahin rumfliegen. Da ist ein Flugzeug. Müsstet eh kreuzen, aber wenn wir eins mal hier vorschicken, da aussteigt und sich Liverpool holt. Dann kommen wir irgendwie wahrscheinlich nicht dran geflogen. Ist dein Angriff eh schon durch, aber genau zur Aufklärung. Würde alles nicht reichen. Okay, jetzt die Frage ihr. Hier wird es wahrscheinlich übel aussehen. Also den zweiten Flug hätte ich hier schon mal zum Aufklären gerne. Ja, durchaus übel. Wenn er noch im Weg steht. Aber hier ist frei. Da ist auch noch einer. Aber da ist ansonsten frei. Dann könnte man da unten sich hier schon irgendwie herumwühlen. Könntest sogar noch das Schiff da angehen, käme dann aber nicht mehr weg. Das müssten wir aber wegmachen, damit der durch kann. Wobei, das reicht eigentlich. Könntest du hier unten durch an Land und dann können wir dich hier immer noch irgendwie heilen. Solltet ihr wahrscheinlich auch vor allem zusehen, an Land zu kommen. Ja, und irgendwie hätte ich schon den gerne weg. Weil wir eigentlich wäre das natürlich das Wertvollere. So, und wenn du dich dann erstmal da anstellst, wäre unser HQ in die Richtung abgeschirmt. Könntest natürlich von hier noch deinen Landungsangriff nutzen und damit rauflaufen. Wir bald irgendwie versuchen, das zu vereinigen. Die Fallschirmjäger. Ja gut, du könntest noch dahin fahren. Tätisch, du könntest noch hier. War eigentlich. Oder? Ach warte, du könntest vielleicht, wenn du da anspringst, den noch erledigen. Jetzt zwar noch nicht an den Ort so richtig ran. Aber sonst heilt er ihn und dann hat man da sofort wieder 10 Lebenspunkte zu bekämpfen. Das muss ja noch nicht sein und... Ach, hier gibt es ja nicht Partisanen.
Man macht das ja nicht ganz so häufig. In London ist einer in Sheffield. Da oben ist noch irgendwas. Die riskieren weiterzulaufen. Er hat da ja einen Fallschirmjäger, der irgendwie gegenspringt. Aber ich denke eigentlich schon, oder zumindest der im Hafen bleibt nochmal da. Und dann machen weiter. Du hättest hier ein 5-0. Das darfst du sonst mal versuchen. Schicker Treffer. So, wer ist noch hier? Sehr viel überlädiert. Also, wir haben noch eine intakte rumänische Armee. Wenn das deutsche Akku, das muss dringend darüber. Und hier irgendwo in Sicherheit aussteigen. Wenn sie hier erstmal da irgendwo hinstellen. Oder in den Ort rein, mit dem würde ich jetzt auch nichts Großes riskieren. Einfach an Land erstmal bringen, weil wir ihn brauchen. Italiener kann vielleicht noch einen Schritt machen, dann sind die besser versorgt und du stellst dich erstmal dahin. Du musst irgendwie geheilt werden. Aber es ist schön, dass wir dann ein deutsches Akku haben. Achso, hättest du den noch unterstellen können. Stimmt, dann hätte er noch ein paar Prozente gehabt. Dann halt demnächst. So, der restliche Kram. Ja gut, ist jetzt da oben einer oder ist da keiner? Weil der Weg ist ja schon offen. Du könntest darum. Sieht alles relativ voll aus. Sonst ohne deinen Angriff nutzend, hier von der sicheren aufgeklärten Position. Überlegen, ob man Dover einkesseln soll. Aber wen sollen wir da schon schicken? Den können wir ja auch nicht schicken. Du musst auch dich einfach nur an Land retten und hoffen, dass du das überlebst. Noch den, aber es ist auch nur ein halbstarkes Korps und die London-Armee wird hier ein bisschen austeilen können. Nebenbei haben wir an der Ecke eh keine Versorgung. Die ziehen die jetzt wieder hier irgendwie durch gegnerische Felder durch. Bringt es natürlich nicht. Okay, du könntest natürlich hier durchheizen und dann da aufsteigen. Dann würden wir Bristol doch noch kriegen. Aber den Hafen noch nicht, weil er auch an Cardiff grenzt. Aber es ist ein Anfang. So, wer ist noch da? Die eine intakte rumänische Armee. Will man riskieren, die hier aussteigt? Ich meine, dann könnt ihr die dahin und die Garnison umhauen. Und fährst du? Fährst vielleicht trotzdem hier rum? Und kommst nicht durch. Ah. Gut, da steht doch einer. Und jetzt steht ja auch noch das deutsche Akku im Weg. Okay, so viel zur rumänischen Armee. Ist hier noch ein Langstreckenboot. Die anderen deutschen Spezialeinheiten. Ihr könntet natürlich einfach hier mitmachen und versuchen, das Flugzeug ganz abzuschießen. Gut, ich würde die Luftüberlegenheit sehr entspannen, wenn die anderen so gar nichts haben, was gegenfliegen kann. Gut, und dann muss der Kram, der in Land ist, einfach noch ein bisschen formieren und sammeln und das zerschlagen, was die anderen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, die Luftwaffe hat eigentlich noch überhaupt nichts gemacht. Außer ein bisschen aufklären zu helfen, aber man sieht ja schon den Zahn nach, die können hier schon noch etwas mehr machen. Wenn das da wegräumt, wäre das sehr schön und wenn einer mit ein bisschen Reichweite vielleicht noch die Garnison da erwischt. Vielleicht noch die Garnison da erwischt, danke. Kommt der trotzdem nicht rein wegen Kontrollzone?
Aber zumindest ist der Gegner weg. So, du kriegst erstmal deine Upgrades. Natürlich auch Schiffe versenken. Je weniger von denen im Weg nachher noch stehen, desto besser. Noch den deutschen Fallschirmjäger. Oder würdet ihr Oxford freiräumen können mit der Luftwaffe? Ja, auch ein netter Erfolg und alles Orte, wo er dann im Zweifel nicht neue Einheiten platzieren kann. Oder so mal hier hinspringen und dann im Zweifel darüber hopsen oder da, wobei das ist ein Wald. Kannst du durchaus Verluste erleiden. Nach dem Sprung, aber anders kommst du nicht. Na gut, du kämst von hier auch noch an Oxford ran. Oder wenn es nicht schief geht, könntest du von hier noch nach Coventry rein. Wäre, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, das sieht solide aus. Jetzt echt im Überlegen bin, wenn ich doch da rein will. Selbst bei Oxford würde das alles hier unten so schön angemalt werden in der richtigen Farbe. Das Primärziel ist ja London, auch wenn ihr hier so ein bisschen sehr schick einen feindlichen Flieger ausgeschaltet habt. So, du hast noch, na gut, du kommst eh nicht an die ran, dann kannst du hier einfach draufhalten. Die Flak kann dir anscheinend ja auch nichts. Du hast leider nicht so richtig ran. Dann auch noch mal näher ranfliegen. Der wurde geupgradet. So, waren die Jäger alle dran? Der Omene ist noch, aber 1-1 auf dem Schiff ist jetzt auch nicht so spannend. Könntest dich natürlich hier mal mit draufstellen. Der Italiener müsste ich ja kommandieren können. Dann haben wir da auch noch einen. So, und du hier hinten bräuchtest eigentlich erstmal noch Upgrades. So, dann, wie ist das mit den Stärken? 1, 3. Könnte halt gut gehen, wenn wir da jetzt Leute vorbeischicken, muss es aber nicht. Und natürlich ist es doof, dass hier im ganzen unteren Bereich noch keiner cool ist. Aber die waren Schrott. Und vielleicht hätte doch einer von denen durchfahren können. Also müssten für euch irgendwie noch ein HQ auftreiben, das lebend durchkommt. So, und wenn wir das Schlachtschiff gerade mal angeschossen haben. Da ist noch ein Zerstörer. Versuchen wir das ganz wegzumachen. Oh, diese ganzen britischen Schiffe in der Umgebung werden ganz schön nerven. Danke für deinen Einsatz. Dann wird das Schlachtschiff also weiter nerven. Okay, könnten halt natürlich die HQs hier die auf die Flieger aufpassen, zumindest mal zu einem Hafen stellen und schauen, ob ihr das überlebt. Wenn man euch da demnächst irgendwie mal rüberschifft, du könntest eigentlich schon mal auf ein Transportschiff und auch hoffen, ob du durchkommst. Auch einfach auf ein Transportschiff, auch wenn es akut gefährlich ist für einen Panzer. Wenn da ein Schiff blöd kommt und man den auch nicht so richtig decken kann. Und ihr solltet euch hier noch für Boote bereithalten. Das wieder unfassbar viel kostet, aber na, du schaufelst da weiter, dass man das noch irgendwie braucht. Du gehst dahin. Jetzt zumindest bereit darüber, wenn die Lage etwas gesicherter ist, alles zu versorgen und zu unterstellen. Ihr müsst euch hier noch hier irgendwie treffen und bisher sieht es ja so aus, als ob ihr mit der Luftwaffe zusammen schon nach London irgendwie niederschießen könnt. Das wäre trotzdem angenehmer mit mehr Hauptquartieren. Ich kann natürlich auch da noch ein bisschen bleiben. Und da versuchen Stress zu machen und der Falli kommt nach vorne.
Oder hier irgendwo ganz vorne, dann kann er da möglichst weit rüber springen. Gut. Neben London brauchen wir natürlich auch noch Leningrad. Hast du jetzt die wichtigen Einheiten drin? Du könntest die Art hier noch rausnehmen für den Strat. Und den Kram hast du. Kann man, glaube ich, sagen, dass es die wichtigen Einheiten sind. Also ist sehr schön, wenn ihr hier vielleicht mit unwichtigeren Einheiten den Ort möglichst runter belagert. Und mit dem Rest dann nach vorne stürmt, soweit das geht. Du hast ihn zumindest schon mal aufgedeckt. Ist ein Anfang. Und der italienische Panzer kann hier die Artillerie reintauschen. Zumindest einmal schon auf den schießen, macht nicht viel und vielleicht werden wir den eh schon los. Och, komm, jetzt überlebt er das auch noch. Panzer da rumzufahren, das ist nebenbei Sumpf. Ja gut, dann musst du vielleicht eher in die Ecke und den so wegmachen. Und um da gescheit ranzukommen, brauchen wir beide Kanonen. Die ganze hohe Verschanzung kein Thema, ihr habt vorbereitete Angriffe. Das sollte hinhauen und hier hinten ist halt alles völlig versumpft, was es richtig stressig macht. Oder ihr könntet den treffen. Oder geheilt werden. Lass den runterschießen. Na gut, dann können wir unsere Pakt noch da hinstellen. Und da immer noch über eine Ecke. Oder du fährst noch da raus. Dann ist der ziemlich erledigt. Die Frage ein bisschen, wo ist da noch welches Akku gegebenenfalls, das irgendwie Leute versorgt? Erstmal nicht zu sehen. Ihm geht schlecht, man könnte auf Verdacht auf den raufschießen. Die Volcho versuchen niederzuschießen. Wo zumindest schon mal ein HQ drin ist. Und du einen Schaden auf Saku selbst auch schon durchdrückst. Sehr schön. Und du, das wäre zwar auch schick für einen Doppel-Akku und kommandiert hier ein paar Mann. Aber ich denke mal, du kommst notfalls auch mal hier mit rüber. Nachdem, wie sich das in nächster Zeit entwickelt, dass hier einer ist, dann zweifelt er auch irgendwie rumkommen könnte. Ihr müsst ja nur noch das hier zerschlagen und da dürfen schon gar keine neuen mehr hin seit einiger Zeit, weil die Verbindung weg ist. So, hier drüben haben sie sich zurückgezogen, heißt, sie sind auch nicht groß verschanzt. Ist 2 zu 1 hart an der Grenze des Lohnenden, aber es ist gut gegangen. Du kriegst mal dein Zeug, dann kannst du da wirklich ein bisschen mitmachen. 2 1 mit dem Panzer, das ist auch wieder so grenzwertig. Erstmal ganz fit. Ein bisschen von der Seite agieren. Etwas Versorgung sollte da ja noch rüberkommen. Dann nehmt die Artillerie noch ein Stück mit. Und halte den Gegner da einfach fern. So, jetzt will er hier einfach an eins der Ziele ran. Jetzt sollte er dann doch mal das Korps in die Stadt und Ausrüstung kriegen. Russische Befreiungsarmee verteidigt Stalingrad gegen die Russen. Passt. Aber es reicht auch, wenn ihr das einfach verteidigt. Ihr passt da auf. Ihr, ja, da wäre ich jetzt, glaube ich, doch mal für Rückzug. Die Stratzen machen ja auch regelmäßig die ganze Gegend kaputt.
Gut, wir könnten dich nach Bagdad reinparken. Dann bist du zumindest weiter in einem Ort, der so ein bisschen schützt. Luftabwehrwaffen-Upgrade. Und du kannst da zumindest draufgehen und ein paar Gegnerangriffe auf dich ziehen. Und im Zweifel geht das halt alles hier wieder drauf. Du bist zwar gerade angekommen, aber ich hätte ihn vielleicht gerne im Zwischenort da in der Wüste. Wo noch Aleppo einnimmst und ein paar Schritte zurückkommst. Und ihr passt hier drüben jetzt auf. Und seht einfach zu, dass keine Landung oder sonst was nach Kairo durchbricht. Dann haben wir in Tabriz noch den Panzer. Die Frage, die könnten natürlich noch einen brauchen. Einfach Feuerkraft fürs Durchkommen. Die könnten auch noch einen brauchen. Aber zusammen mit der Luftwaffe sieht das eigentlich noch machbar aus. Gerade wenn man die Herkules noch mal geheilt kriegt und das verbunden kriegt, dass die alles darüber kommandieren können. Mit dem anderen Kram, der darüber. Sonst unterstützt mal hier. Solltet ihr da auch besser durchkommen. So, hier ist dann noch wenig los. Noch eine italienische Armee. Italienischen Panzerzug. Auch nur gekauft, weil zu viel Geld da ist. So, ihr gehört alle schon zur neuen Welle. Dich auf dem Boot zu setzen ist ein bisschen kritisch, wenn da so viele Feinde sind. Genauso wie den. Ist aber theoretisch mal verlegt werden. Hier drüben in der Nähe eines Hafens bereithalten, ob du dann irgendwie damit rüberkommst. Natürlich geheilt werden, aber dann kriegen wir den mit Luftunterstützung vielleicht die Flak weg und dann hoffen, dass jetzt in seinem nächsten Zug nicht gerade noch zig Verstärkung spawnt und man London möglichst einkreisen kann. Dann würde die Sachlage funktionieren und die bei Leningrad oben halt weitermachen. Passt da natürlich auf Partisanen auf. Das wäre sehr ärgerlich, wenn da einer triggert. Weil dann der Ort vorne fällt. Aber ich habe den Eindruck, so noch ein deutsches Hauptquartier könnte förderlich sein. Natürlich lange unterwegs. Aber wäre eine nette Investition. Gut, das rumänische Akku ist natürlich kaputt gegangen. Nicht wieder und vielleicht noch ein paar Infanteristen. Zumindest einen Infanterist und noch ein paar Garnisonen. Da können sie noch ein bisschen Zeug holen. Das Zeug, was da ist. Naja, die meisten haben ihre Upgrades. Dann will das Schiff eh da unschöne Sachen passieren. Ja, du könntest natürlich noch komplett in den Ort rein. Und dann mal sehen. London einkreisen und auf Leningrad vorstoßen. Bagdad wahrscheinlich auf Sicht verlieren. Das auch in Stalingrad halten. Kairo einfach verteidigen. Und dann hoffen, dass das so ausreicht. Ihr habt Artillerie und jetzt noch einen neuen intakten Panzer, eine 3-3-Sterne-Armee, Luftunterstützung. Das sollte eigentlich hinhauen. Noch ein Panzer und ein HQ. Ach, können natürlich noch einen deutschen Panzer bauen. Aber was soll's, der kommt jetzt erst irgendwann im Winter an. Wollte noch mal schauen, er hatte Diplomatie in letzter Zeit, aber Schweden ist noch weit weg. In Spanien ist bisher auch nie irgendwas rumgekommen. Na gut, dann denke ich, können wir das U-Boot hier noch anbringen. Und dich natürlich noch stärker zurück. Ist der nicht letztes Mal gekreuzt, oder? Naja, dann kannst du auch auftanken. Dann könnt ihr euch das da oben auch alles noch angucken, was da an Schiffen ist. Würde ich sagen, können wir den Zug beenden. Strott noch mit dem Upgrade. Langstrecke. Ah, oh, das könnte man gleichzeitig draufhauen. Das ist nett. Befehlskontrolle 2, auch ganz schön.
Ja, und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei gerne an Honigblume mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.